Wen lässt Jogi Löw gegen Schweden ran? Unzählige Aufstellungen werden Land auf, Land ab diskutiert, von Fans und Experten. Aus Russland berichtet Patrick Strasser: Marco Reus sollte gegen Schweden dringend in Jogi Löws Startelf stehen. Ich tippe mögliche Spieler Rochaden und Wechsel vor dem zweiten Gruppenspiel in mein Handy und erlebe völlig andere Möglichkeiten, dank des neuen Cheftrainers namens Autokorrektur. Okay, Neues bleibt im Tor, die Ersatzkeeper Tischten und Zapp kommen nicht an ihn ran. Herold Kosten, Boateng und der Mars haben sich beschwert um Hummels Willen. Sollten für sie Seele der Hinter oder besser der Rüstiger in die Abwehr? Bringt Joschka Kindlich seine Leistung nicht mehr hinten rechts? Bevor er setzt Attentäter auf der linken Seite, wird wohl der Attentäter, ja, tatsächlich Plattenhardt durch bevor Hector ersetzt. Müssen nicht jetzt im Mittelfeld Edis Kedira, dieser Kurios von Real und der Dealer, sorry, Julian, raus. Auch der Ball, Verschlepper meist Özil? Rein mit Reis, Rast, Fortuna und kündigen alle erraten. Sollte Brand für Müller spielen, kommt mehr Feuer von rechts außen in die Mitte zu den Stürmern Werner und Mario Komet. Dann wäre Trainer Loss gerettet.